Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Pokémon-Video auf diesem Kanal. Und ja Leute, heute reden wir mal wieder über brandneue Gerüchte und Leaks zu Pokémon-Legenden ZA. Und da würde ich sagen, bevor wir anfangen mit den Gerüchten, lasst doch noch ein Abo und ein Like, da kommt alles rund um die neuen Pokémon-Spiele. Und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß bei dem Video. So, erstmal werden wir diesen Leak hier durchgehen, der gepostet wurde auf 4chan. Und vorab, es muss natürlich nicht stimmen, aber ich finde es mal ganz lustig, darüber zu reden. Und genau, wir fangen an. Und zwar hat er geschrieben, natürlich, dass wir am Ende von 2025 das neue Pokémon-Legenden-Spiel bekommen werden. Genau, das hatten wir auch schon gewusst. Es wurde geschrieben, ja, dass wir 2025 das Spiel bekommen. Aber was ich ein bisschen komisch finde, weil viele hatten auch das Gerücht, dass es einfach am Anfang von 2025 erscheinen soll. Und zwar mit dem Release der Switch 2. Deswegen ist es noch ein bisschen komisch. Ich glaube, es würde auch eher Sinn machen für Pokémon-Legenden, dass sie am Anfang des Jahres releasen, wie bei Legenden Arceus. Aber natürlich kann es auch noch anders sein. Aber das finde ich schon mal ein bisschen komisch hier, muss ich sagen. Denn wurde gesagt, dass die Entwicklung vom Spiel erst am Anfang ist und dass sie schon die Story geplant haben, aber die Mechanics oder die das Gameplay, sage ich mal eher, jetzt noch nicht so gereift ist, wurde ihnen anscheinend gesagt. Also ich weiß nicht, wie viel man in 2 oder 1,5 Jahren Game-Entwicklung noch schaffen kann, aber ich finde oder ich glaube eher gesagt, sie müssen auf jeden Fall, glaube ich, schon weiter als erst die Story haben, weil ich glaube, sonst schafft man das gar nicht, in so kurzer Zeit noch ein komplettes gutes Spiel zu programmieren. Also da müssen wir noch abwarten, ob das wirklich so stimmt. Dann sagt er, ja, es gibt ein neues legendäres Pokémon, was im Spiel ist. Es soll ein Counterpart zu Zygarde sein. Und ich habe auch schon mal darüber gesprochen, sodass wir echt sehr, sehr wahrscheinlich ein neues legendäres Pokémon bekommen werden. Ja, ich glaube auch, dass das hier stimmen könnte, dass wir, wie gesagt, ein Counterpart zu Zygarde bekommen werden. Dann haben wir, dass es eine Fortsetzung, ein Sequel zu X und Y sein wird. Und wir werden so Missionen von einzelnen Charakteren bekommen in der Stadt, um die Stadt wieder aufzubauen etc. Also das wird wieder passieren und wir werden auch wilde Pokémon in der Stadt encountern, aber auch gegen Trainer kämpfen, was sich erstmal relativ cool anhört. Ich habe da noch ein paar Bedenken, wie groß das alles sein wird, weil wenn das nicht zu groß ist, könnte es auch ein bisschen komisch sein, finde ich. Aber die Map, die sie uns gezeigt hatten, sah schon relativ groß aus. Und dann haben wir noch neue Mega-Entwicklungen, was ja auch natürlich Sinn macht. Er weiß hier aber noch nicht, welche Pokémon. Aber Rosana hat ja hohe Wahrscheinlichkeiten durch Pokémon Home Data Mines, dass es eine neue Mega-Entwicklung bekommt. Wir hatten, glaube ich, 2020 Pokémon Home Data Mines, wo Rosana einen neuen Ruf hatte. Und viele haben da schon vermutet, dass es eine neue Galar-Form bekommt. Natürlich kann man das jetzt so ein bisschen so, ja, es ist nicht so vertrauenswürdig, dass man jetzt sagt, dass es eine neue Mega-Entwicklung sein könnte. Aber es könnte Sinn ergeben. Aber ich glaube ja nicht, dass Rosana dort eine neue bekommt. Aber wir müssen erstmal abwarten. Dann haben wir ein neues, Bösewicht-Team und zwar Team Solar Flare. Team Flare hieß ja das eigentliche Team, aber das ist vielleicht so ein neues Team davon, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist das Plan, das neue legendäre Pokémon aufzuwecken und die Stadt zu verwüsten, sage ich mal. So ähnlich war ja auch die Story von Pokémon X und Pokémon Y. Auf jeden Fall wird der Pokédex von dem Spiel 201 Pokémon betragen. Also 50 Pokémon werden wir noch aus den vorigen Spielen von X und Y bekommen und aus den danach folgenden 6 weitere. Und wir bekommen halt auch die neuen legendäre Pokémon, welche er eben gesagt hat. Also kommen wir insgesamt auf 201 Pokémon für den Pokédex hier. Und genau, das waren jetzt so die einzigen Sachen, die er uns gesagt hat. Glaubt ihr, es stimmt oder nicht? Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ein paar Sachen hört sich schon ein bisschen komisch an. Aber ich bin schon mal gespannt, ob das irgendwann stimmen wird. Das war's aber auch mit dem Video. Lasst doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.